Es ist der Klassiker, Deutschland gegen die Niederlande, nicht nur im Fußball, auch im Hockey. Bei großen Turnieren sorgt diese Begegnung immer für Aufsehen. Und auch hier bei den European Maccabi Games verspricht dieses Spiel, sich in die Klassiker einzureihen. Dieses Aufeinandertreffen gab es bereits in der Vorrunde, da setzte sich die Niederlande mit 2:1 durch. Und überhaupt, Maccabi Deutschland konnte tatsächlich noch nie gegen Oranje gewinnen. Die Voraussetzungen also denkbar schlecht. Die Holländerinnen galten ja schon vor dem Turnier als Favorit. Gleich 4 Spielerinnen sind aktiv in der heimischen ersten Liga. Bei Deutschland sind es 2, Rebecca Landshut und Dina Grote, die gleich mal zeigt, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Schöne Aktion und rein ins Glück. 1:0 in der 13. Minute. Kleine Schwierigkeiten hingegen bei Deborah Rosenthal, die Enkelin von Hans Rosenthal, seines Zeichens Showmaster bei Dalli Dalli, hier beim Versuch einer Strafecke. Das Ding musste natürlich wiederholt werden. Neue Runde, neues Glück, nächste Ecke. Der Schuss von Abnehmerin Grote wird abgefälscht, doch fällt Rosenthal vor die Füße, die dann eiskalt mit dem 2:0. Wie sagt man so schön, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Doch dann Oranje mit einer schönen Aktion im Schusskreis. Sarai Triesburg an der Murmel und mit einem wunderschönen Rückhandschuss voll in die Maschen zum 1:2 Anschlusstreffer. Deutschland in der Folge nervös und eine Minute vor dem Pausentee musste nochmal gezittert werden. Strafecke, Sophie Kloster in der Mitte und mit Glück zum 2:2 Halbzeitstand. Deutschland-Niederlande auch bei den European Maccabi Games bisher ein absoluter Kracher. Das lässt sich auch Hockeypate Martin Hähner nicht entgehen. Ja, ich hatte ja keine wirklichen Vorstellungen, wie das hier sportlich abläuft. Aber wenn man sieht, hier die ganze Tribüne auf der einen Seite war voll, es war gute Stimmung, die Holländer haben Stimmung gemacht, die Deutschen haben Stimmung gemacht. Und damit rein in Hälfte 2. Zunächst riskiert hier niemand etwas. Doch dann das. Deutschland mit Fehler im Spielaufbau, der wird dann gleich eiskalt genutzt. Anne-Sara Breuer macht sich auf den Weg in Richtung Tor und erzielt den wichtigen 3:2 Führungstreffer aus Oranje-Sicht. Das Spiel also gedreht und das hat anscheinend richtig gesessen. Die Niederlande kurz danach mal wieder mit dem Quäntchen Glück, abgefälschte Strafecke und das 4:2. Die Fans völlig aus dem Häuschen. Das Spiel danach gelaufen. Die Niederlande legen noch einen drauf und holen sich verdient den ersten Platz im Turnier mit 5:2. Es ist großartig, wir sind echt schlecht ins Spiel gestartet, aber dann sind wir zurückgekommen mit 5 Toren. Das war einfach spitze hier in Berlin. It's just great. Klar, die Holländer haben wirklich gut gespielt und es ist aber, wir haben es uns so sehr gewünscht, das ist schon ziemlich schade jetzt. So sehen Sieger aus. Und so Verlierer. Beide werden von den Fans verdientermaßen gefeiert. Die Niederlande fetet sogar doppelt, denn auch die Männer holen sich gegen Israel den Pott. Die Freude über das 10:0 riesig. Deutschland-Holland, auch bei den European Maccabi Games, ein Klassiker.